Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Angespielt. Heute im Mittelpunkt das Spiel Skyhill. Wurde heute am 6. Oktober released, wird publiziert von Dedelic und wurde erschaffen von Mandragora. Und ja, Skyhill ist ein, sagen wir mal, Point-and-Survive-Spiel. Man klickt sich quasi durch die zufällig generierte Welt vom Skyhill Tower, wo wir ein Penthouse gemietet haben oder das Penthouse gemietet haben. Ganz oben im 100. Stock befinden wir uns, während die Apokalypse ausbricht. Und ja, Ziel des Ganzen ist es dann, nach unten zu kommen, ins Erdgeschoss, um dort dann die Flucht anzutreten. Ja, wir starten einmal ein neues Spiel. Ich habe schon mal ein Spiel gespielt, um mich so ein bisschen mit der Bedienung vertraut zu machen. Und ja, ich bin sicher, dass ich ein neues Spiel starten möchte. Man kann also auch ein altes Spiel fortsetzen. Ich klicke mal auf Einfach. Und jetzt habe ich hier so einen super tollen Dialog, in dem ich mir aktive und passive Vorteile aussuchen kann, sofern ich sie denn schon freigespielt habe. Ich habe jetzt hier vier Vorteile freigespielt bereits. Ich bin vom 100. bis zum 84. Stockwerk runtergekommen und habe somit zwei passive und zwei aktive Vorteile freigeschaltet. Wenn man mit der Maus hier rüberhält, sieht man, was diese Vorteile können. Ich wähle jetzt einfach mal Tobsucht und Überlebensausrüstung und drücke dann auf Überleben, was das Spiel letztlich startet. Dann gibt es hier so ein schönes Intro, das kann man sich gerne mal durchlesen, wenn man möchte. Ich klicke das jetzt weg und dann wird zufällig dieses Level erschaffen. Es ist also wirklich jedes Spiel, wenn man es neu startet, anders. Kein Spiel wiederholt sich, die Räume sind anders angeordnet, die Monster stehen an verschiedenen Ecken und so weiter und so fort. Und hier steht nochmal so ein netter Hinweis über die Action-Marker. Die Action-Marker zeigen quasi an, was ich durchsuchen kann, welche Aktionen ich mit irgendwelchen Objekten vornehmen kann, wie ich interagieren kann. Die habe ich bei mir jetzt dauerhaft eingeschaltet, weil ich zu faul bin, entweder die Leertaste zu drücken oder rechte Maustaste, nur um zu sehen, worauf ich klicken kann. So, das haben wir hoffentlich verstanden. Meine Erklärung war jetzt nicht so ganz daneben. Und ja, da haben wir hier unseren Akteur. Der steht jetzt in seinem Penthouse. Und wir sehen hier schon eine Werkbank. Da kann man später Gegenstände craften. Und hier ist das Bett. Da kann man sich ganz offenbar ausruhen. Das habe ich noch nicht benutzt. Hier ist ein Fahrstuhl. Und um den Fahrstuhl zu benutzen, benötigt man eine VIP-Karte. Das heißt, ich kann nur nach unten gehen und das Ganze zu Fuß. So, wenn ich mich jetzt bewege, sieht man, dass hier oben vom Hunger bzw. vom Essensvorrat ein Essen abgezogen wird. Das passiert jedes Mal, wenn man den Raum wechselt. Wenn das Essen irgendwann alle ist, wird von der Lebensenergie subtrahiert. Also dann werden da die Punkte abgezogen. Und zwar zwei anstelle von einem. Ja, also immer dafür sorgen, dass ihr möglichst viel Essen habt, sonst wird das Ganze nämlich richtig teuer. So, auch das haben wir verstanden. Und jetzt befinden wir uns im 99. Stock und können entweder nach links oder nach rechts gehen. Wir fangen mal links an. So, und hier sind jetzt verschiedene Objekte, mit denen wir interagieren können. Die können wir einfach nur durchsuchen. Und da haben wir Lumpen gefunden. Oh, guck mal hier. I love you, Bud. War das nicht mal ein Virus? Komm, wir starten den mal. Was denkst du, wer ich bin? Ja, nein. Ach so, eins. Du denkst, der macht sich über mich lustig. Was für ein Arschloch. Ich kann doch nur mit Ja oder Nein antworten. Stimmt's? Ja. Und ja, ich mach mich über dich lustig. Na, ganz toll. Aber weißt du was? Ich mag dich. Komm damit klar. Beliebige Taste zum Sterben drücken. Okay, künstliche Intelligenz freigeschaltet und gleich mal ein bisschen XP gekriegt. Sehr schön. So kann das weitergehen. Wir durchsuchen das nochmal. Das ist leer. Schade. So, jetzt gehen wir wieder in diesen Raum und obgleich wir in diesem Raum schon waren oder nicht, es wird uns wieder ein Essen abgezogen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Oh. Ein Stock, leer, ein Kabel und nochmal leer. Jetzt können wir das Inventar öffnen. Ja, manche Sachen kann man halt nur
im Penthouse craften und für andere nimmt man dieses Hammer-Symbol, das zeige ich euch später noch. Erstmal ist es wichtig, dass wir diesen Stock jetzt ausrüsten, um damit zuschlagen zu können. Hier sehen wir übrigens, ich hatte gerade eben ein Level Up, da habe ich 4 Skillpunkte für bekommen. Die kann ich jetzt auf Stärke, Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Präzision aufteilen. Stärke halte ich für sinnvoll. Ach komm, wir gehen mal alles auf Stärke hier. Wir sind ein ganz starker Kerl. Ein ganzer Kerl, dank Happy. So, wir wollen keine Werbung machen. Dann gehen wir mal weiter nach unten und schauen uns diesen Raum an. Und da haben wir die VIP-Schlüsselkarte gefunden. Das ist natürlich richtig gut, denn demzufolge können wir den Aufzug benutzen. Und hier haben wir Kleingeld gefunden. Wir gehen weiter nach unten. Den Aufzug habe ich übrigens auch noch nie benutzt. Oh, da ist ein Monster. Klicke auf den Gegner oder sein Spiel-Icon. Wechsle in den erweiterten Modus, indem du dieses Symbol anklickst. Nun kannst du den Gegner oder sein Spiel-Icon anklicken, um einen gezielten Angriff auszuführen. Gezielte Angriffe haben modifizierte Trefferchancen und Schadenswerte. Verstanden. Ja, ich könnte jetzt da einfach draufklicken. Was passiert, wenn ich hier draufklicke? Ah, guck mal hier. Oh. Wo hauen wir drauf? Wir hauen auf den Kopf und gucken, ob das was wird. Wow. Das hat ja mal super funktioniert. Machen wir gleich nochmal. Das ist hier offenbar die Trefferwahrscheinlichkeit. Aber wir wollen den Kopf. Ja. Sehr gut. Aber er haut zurück. Und nochmal den Kopf. Verfehlt. Mist. Nochmal den Kopf. Nein. Ich schalte mal hier wieder um. Kann man das vielleicht auch so auf den Kopf machen? Egal. Das muss man mal ausbeldobern. Da habe ich mich wirklich noch nicht so mit auseinandergesetzt. Aber jetzt können wir nämlich auch den Mutanten hier looten. Ein kleiner Verbandskasten. Sehr schön. Und was ist das? Tagebuch eines Mädchens. Das könnte man sich jetzt hier durchlesen. Ich habe hier aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind, noch Sachen vom alten Spiel. Genauso wie diese Kassettenaufnahme, diese Tonbandaufnahme. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so soll oder ob das ein Bug ist. Aber lassen wir mal so stehen. So, dann gehen wir nochmal in diesen Raum. Da gibt es wieder jede Menge zu looten. Ein Fisch. Das ist leer. Und auch das ist leer. Da haben wir nicht viel Glück gehabt. Schauen wir hier drüben nochmal. Da sitzt jemand. Was war das? Kaffeebohnen. Ja, holla die Waldfee. Hilfe. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der es geschafft hat. Aber wer braucht schon Freunde? Ich nicht. Ich brauche nur eins. Schokolade. Dafür biete ich dir ein Hakenschwert. Was denkst du? Also, was habe ich nicht. Aber den merke ich mir mal. 97. Stock. Wenn wir Schokolade finden, hin da. Oh, hier ist wieder ein Zombie. Den hauen wir mal auf den Kopf, glaube ich. Ich wechsle mal den Modus. Verfehlt. War ja so klar. Kritischer Treffer. 11,4. Ja, meine Güte. Nochmal. Ja. Down ist er. Oh, Käse und Wasser. Sehr gut. Oh, jetzt könnte ich tatsächlich den Fahrstuhl benutzen, ganz offensichtlich. Aber das will ich noch nicht. Oh, ich werde meine Rache bekommen. Auf den Kopf. Ja. Ja, haut aber auch ganz gut zurück, ne? Nochmal auf den Kopf. Oh. So, 3,7 hat er jetzt noch. Das sieht man hier oben. Jetzt gucken wir mal. Ja, 80% bei... Ah, das hat doch wieder super gepasst. Sehr schön. Dann haben wir Antibiotika bekommen und noch einen kleinen Verbandskasten. Ja, herrlich. Kann ich schon wieder leveln hier? Tatsächlich. Geschicklichkeit. Vielleicht verfehlen wir dann weniger oft. Und Präzision. Vergebene Skillpunkte kann man übrigens auch nicht wieder zurücknehmen. Hier steht nochmal die Beschreibung, was das Ganze so ist. Kann man sich immer durchlesen. So, dann gehen wir nochmal in diesen Raum. Womit fangen wir denn an? Wir versuchen den Kopf gleich wieder, die Geschicklichkeit mal ausprobieren. Und nochmal den Kopf. Ja, mit 2 Schlägen. Guck mal einer an. Und da haben wir noch Holz und ein Küchenmesser. Ja, super. Was war das? Überreife Paprika und eine Münze. Und das ist leer. Was ich an diesem Spiel
sehr schön finde, ist, dass es tatsächlich nicht hektisch ist. Also man geht in einen Raum, findet da was vor und klickt sich in Ruhe dadurch. Das ist also das perfekte Spiel, wenn man nebenbei irgendwas anderes macht. Selbst wenn man auf der Arbeit sitzt und da einen Laptop dabei hätte, könnte man da das Spiel spielen. Ich möchte natürlich niemanden ermutigen, auf seiner Arbeitsstelle PC-Spiele zu spielen, außer es ist natürlich der Beruf. Aber man könnte das natürlich tun. Vielleicht sogar während man einen Film guckt oder sowas. Ja, so nebenbei klickern, klickern, klickern. Ja, vielleicht gibt es da irgendwann mal, gibt es das vielleicht sogar schon? Vielleicht gibt es da mal einen Port für iOS und Android. Das wäre natürlich auch eine ziemlich coole Sache. So, jetzt haben wir hier so einen Schaltkasten mit einem Schlüssel. Wir könnten jetzt ein Kabel einsetzen und das reparieren. Ja, hat offenbar funktioniert. Fahrstuhl funktioniert wieder, Licht ist auch an. Dann looten wir hier doch mal noch einen Fisch, noch ein Holz und leer. Ah, was gibt's hier? Ui, oh, Kleber. Den kann man bestimmt schnüffeln. Und ein großer Verbandskasten. Das läuft ja richtig gut. Dann gehen wir doch nochmal wieder ein Stockwerk runter. Essen müsste ich bald mal. Aber vielleicht kann ich hier mit meinem Kleingeld... Hoho, habe ich einen kleinen Verbandskasten rausgeholt. Und noch mehr Verbandszeug. Jetzt habe ich kein Kleingeld mehr. Toll, ich dachte, da wäre Essen drin gewesen. Aber wahrscheinlich soll dieses Symbol hier, dieses rote Kreuz, einfach nur auch anzeigen, dass es da Verbandszeug gibt. So, dann wollen wir mal wieder auf den Kopf kloppen. Bäm. Das hat er sich anders vorgestellt hier mit uns. Und nochmal. Zack. Guck mal, da sind wir doch schon richtig gut, Mensch. Und nochmal Verbandszeug. Verdorbenes Fleisch und Kleber. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier zu essen? 50% Chance auf Vergiftung. Das ist diese Sache mit diesem verdorbenen Essen. Da gibt es ein bisschen mehr von. Wir werden erstmal den Käse essen und ein Wässerchen trinken. Oh, und Fisch. Guck mal hier, jetzt haben wir sogar mehr Essen, als wir hatten, bevor wir gestartet sind. Und das gibt sogar Gesundheit zurück. Das ist natürlich spitzenmäßig. Das Messer hat einen Schaden von 2 bis 5. Der Stock hat 2 bis 3. Wir rüsten mal das Messer aus. Hier kann man übrigens später dann Gegenstände craften, verschiedene Nahrungsmittel herstellen oder einen Verbandskasten und ganz viel anderen Kram noch. Da kann man so lustig durchscrollen. Und im VIP-Zimmer, das kann man auch aufrüsten. Da kann man sich dann so ein besseres Bett bauen. Das heilt dann schneller oder besser, wenn man da drinnen schläft. Die Stufe der Tür verringert die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Furchtbares passiert, während man schläft. Verstehe. Schlafen ist also auch mit Vorsicht zu genießen. Na gut, wir gehen mal weiter. Genug Essen haben wir ja jetzt. Reis. Na gut. Warum nicht? Kann man ja auch essen. Das ist nur der Fahrstuhl. Da ist auch gar nichts. Das kostet jetzt einfach nur Essen. Aber so läuft das halt. Das ist leer. Ab in den nächsten Stock. Eine kaputte Pflanze. Oh, oh, den kenne ich noch nicht. Der hat ein Messer. Wieso hat der ein Messer und ich habe bloß Fäuste? Ach so, ich muss die Waffe wechseln. Dann wollen wir mal gucken, wo fügen wir am meisten Schaden zu? Natürlich wieder am Kopf. Da haben wir aber nur eine 47%ige Wahrscheinlichkeit. Versuchen wir es. Au, der schlägt ja zurück hier. Nochmal Kopf. Verfehlt, nein. Und er trifft. Ah, den kriegen wir doch jetzt. Wie, läuft der weg? Na super. Den sehen wir sicherlich nochmal wieder. So, Cola, Alkohol, da können wir uns, glaube ich, einen Cocktail mit mixen. Dann kann ich mal kurz zeigen, wie man Gegenstände craften kann. Wir klicken auf Nahrung und da sehen wir jetzt, der Cocktail, der ist etwas farbenfroher. Und das bedeutet, dass wir den herstellen können. Dann klickt man den einfach an, dann werden die Zutaten hier automatisch reingefügt. Und dann klickt man auf Bauen und hat einen wunderschönen Cocktail, den man dann trinken kann. Großartig. So, dann gehen wir in diesen Raum hier drüben. Leer. War zu erwarten. Ein Feuerlöscher. Ob ich mir den schnappen kann? Nee, schade. Oh, wieder ein Zombie. Mal gucken, wie er auf das Küchenmesser hier reagiert. 12,4 im besten Fall. Wohoho. Insta-Kill. Sehr gut. So, looten. Schnell.
Metallteile gab es. Auch die kann man später verwenden, um irgendwelche Gegenstände zu bauen. Was ist das? Tierfutter. Das soll ich aber nicht essen, oder? Kann ich das auch essen? Tatsache. Hoho. Guck mal, 99. 100. Besser geht ja wohl nicht. So, weiter nach unten. Wenn wir jetzt straight nach unten durchgehen, ob wir dann gewonnen haben? Leer, leer. Was ist das? Auch leer. Alles leer hier. Verdammt. Oh, Antibiotika. Und Kleingeld für den Automaten. Herrlich. Oh, da ist wieder ein Zombie. Mit dem Messer in den Kopf. Und daneben. War ja klar. Jetzt ist der auch weggelaufen. Der ist aber hierhin gelaufen. Das ist aber ein anderer. Wie geht das? Ha! Super. Auf Anhieb. Mutantenblut, Kleber, Schokolade. Da kann ich tauschen mit dem Kollegen da oben. Mal gucken, jetzt irgendwas stimmt mit der Stromversorgung weiter oben nicht. Ach so. Ja, guck mal an, da muss ich das ja doch heile machen hier, wa? Um den Schaltkasten zu reparieren, benötige ich einen Generator. Es gibt einen anderen Weg, ich könnte versuchen zu improvisieren. Wir versuchen das mal. Das hat geklappt, die Mühe hat sich gelohnt. Ja, super. Das heißt, ich kann dann jetzt mit dem Fahrstuhl... Haha! Wo will ich denn überhaupt hin? Ich... 94 war das? War das 94, wo der alte Mann saß? Ich glaube... Nein, in 94 bin ich doch gerade. Ach, ich dussel. Wieso komme ich da oben nicht hin? Dann nehmen wir mal 96. Ja, guck mal, 97. Wieso komme ich nicht weiter? Habe ich da irgendwas nicht repariert? Naja, wir versuchen mal zu tauschen jetzt hier die Schokolade. Ja, das machen wir. Gegenseitiger Nutzen wurde freigeschaltet. Handeln lohnt sich. Jetzt ist der alte Mann aber weg. Hoffentlich ist er nicht an der Schokolade erstickt. So. Oh, da brauche ich aber... Da brauche ich Geschicklichkeit 12 und Geschwindigkeit 19, damit ich das nutzen kann. Aber ja gut, haben ist besser als brauchen. Das heißt, wir leveln den Charakter nochmal ein bisschen hoch. Achso, kann ich ja schon wieder. Ich habe schon wieder 4 Punkte. Also, Geschicklichkeit brauche ich 12 und Speed 19. Irgendwo muss man ja anfangen. So. Und mehr Geschicklichkeit ist ja auch gut. Jetzt will ich aber nochmal gucken, warum ich den denn hier nicht benutzen kann. Ist der wirklich... Ja, das ist alles kaputt. Na gut, dann fahren wir wieder nach unten. Wo wir hergekommen waren... So, zur 600. Oh, 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 oh. Und wieder auf den Kopf. 7,6. Sehr gut. Ja, ey. Zack. Und da läuft der feige Hund weg. Und das ist leer. Ach, hier habe ich noch nicht geguckt. Zucker. Yippie. Leer. Hier oben war ich auch noch nicht. Ich muss mir merken, wo ich zuletzt war. Die Frage ist natürlich, könnte man jetzt ganz schnell mit dem Fahrstuhl so weit wie möglich nach unten fahren und hat dann gewonnen? So, 86 war jetzt da, bis dahin konnte ich nur, wahrscheinlich ist hier kaputt, genau, guck mal an. Versuchen wir mal zu reparieren. Ja, hat funktioniert. Wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich dann weiter runterfahren? Ah, bis zur 81. Verstehe. Oh, und ich habe ihn auch noch verfehlt. Oh nein. Ach, schon wieder. Was ist denn das? Ich will den Kopf treffen. Ja. Extra Aktion. Sauber. Nochmal den Kopf. Nochmal den Kopf. Ja, nochmal den Kopf. Nein. Ha. So, und das hier ist jetzt unten ein Schlüssel. Das hier ist auch ein Fressi-Automat. Kleingeld, alle. Das muss ich nur nochmal auskundschaften, warum ich nur bis in die 81 fahren konnte. Vermutlich, weil hier unten jetzt wieder was kaputt ist. Genau. So, ja. Also das war nichts. Oh, ja, noch ein Versuch. Ja, super. Langsam müsste ich auch wieder was essen.
machen wir gerade mal. Habe ich hier noch was? Abgelaufene Milch ist ja widerlich. Aber ich bin nicht krank geworden, offenbar. Verbandszeug. Brauchen wir das? Jetzt geht es uns besser. Dann kann ich auch das Fleisch hier essen. Das hat nichts gemacht. Sehr gut. Und das verdorbene oder die überreife Paprika. Auch die hat mir keinen Schaden zugefügt. Ich bin ein Glückskind. Sehr cool. So, wir nehmen wieder den Fahrstuhl. Mal gucken. Bis auf die 76 kommen wir runter. Und da erwartet uns natürlich wieder ein Monster. Oh, der war gut. Der war richtig gut. Und nochmal. Ha! Habe ich dich gekriegt. Ein Küchenmesser neues. Was gibt's hier? Milch. Something disturbs me. Aha, aha, aha. Die zweite Kassette. Die pausieren wir mal. Ah, jetzt wird der Schlüssel eingesetzt. Hier war offenbar abgeschlossen. Verstehe. Leer. Metallteile. Gut, dafür, dass da abgeschlossen war und so wenig drin war. Ich würde mir wünschen, dass ich mir aussuchen kann, ob ich wirklich den Schlüssel einsetzen möchte, wenn ich... Das hat geklappt. Bevor ich in einen Raum gehe. Aber gut. Der wird dann automatisch eingesetzt. Das ist dann so. Was haben wir hier? Frisches Fleisch. Nee, rohes Fleisch. Ziegelstein, leer. Und was ist das? Schlüsselkartenrekorder. Aha. So, wir kommen wie weit runter? Bis auf die 73. Aha. Wieso geht's nicht weiter? Was ist da los? Aha. Versuchen wir mal wieder zu reparieren. Jo, das hat geklappt. Ab zur... Oh, Monster. Wieder auf den Kopf. 9,1. Und eine extra Aktion. Ja, sehr gut. Nochmal den Kopf. Mist. Und nochmal. Ja. Noch eine Kassette. Ja, nee, jetzt nicht. Gibt's hier Essen? Kaffee, Isolierband. Das könnte ich vielleicht brauchen, wenn ich nochmal wieder so einen Schaltkasten finde. Da gibt's nichts. Dann nehmen wir wieder den Fahrstuhl. Aber weiter nach unten geht's nicht. Schade. Ach, deswegen. Jupp. Ich habe Hunger. In der Tat. Dann essen wir gerade nochmal was. Rohes Fleisch. Sauber. So, nun ist wieder gut, gell? Jetzt ist der aber repariert. Das hat offenbar... Oh, hier ist schon wieder so ein... Und wieder auf den Kopf. Ach, Mann. Die werden übrigens stärker, stelle ich fest. Je weiter man nach unten kommt, desto besser werden auch die Gegner. Hätte mich gewundert, wenn dem nicht so wäre. Ach, schauen wir mal, 64. Also, man denkt am Anfang echt so, oh, 100 Stockwerke ist ja gar nichts. Aber wenn man dann so ein bisschen spielt, merkt man schon, dass man mit den Ressourcen auch ein bisschen besser umgehen muss, je weiter man nach unten kommt. Jetzt versuchen wir das mal. Da ist die Trefferwahrscheinlichkeit dann doch etwas höher. So, Mutantenblut und eine überreife Pfefferschote. Na, die lassen wir uns nachher auf jeden Fall schmecken. Was ist denn ein Stab? Was kann ich mit dem Stab machen? Schaden 9 bis 10, da brauche ich... Eigentlich könnte ich den... Ach nee, Geschwindigkeit ist noch zu niedrig. Aber den werde ich dann als nächstes einsetzen können. Sehr schön. Oh, zusehen, dass wir gleich ein Level Up hier kriegen. Was sagt der Fahrstuhl? Wie weit können wir? In der 64 sind wir. Ah, wir können auf die 61 runter. Sehr gut. Ein Verbandskasten und ein Ei. Und noch was Überreifes, nämlich eine Paprika. Was haben wir hier? Ein Stein. Kleingeld. Sehr gut. Und weiter nach unten. Da müssen wir sicherlich wieder was reparieren. Also natürlich ist das Spiel sehr von Wiederholungen geprägt. Also... Man kommt in einen Raum, irgendwas erwartet einen dort, man erledigt es. Kann natürlich jetzt sein, dass da ein Zombie ist, den man, ich sage mal Zombie, also so ein Mutant ist, den man umbringen muss, oder so ein Generator, oder beides, oder ein Container, den man looten kann. Ist natürlich sehr eintönig, aber gerade durch diese zufällige Level-Generation
hat man ja jedes Mal wieder ein neues Spiel und kann immer wieder besser abschneiden und das macht das Ganze wiederum interessant. Ich meine, letztendlich ist jedes Spiel immer wieder gleich in seinem Verlauf. Von daher finde ich das nicht großartig störend. Und was ich halt so gut finde, ist wirklich, dass man dieses Spiel einfach völlig gechillt nebenbei spielen kann. Das macht unglaublich viel aus. Ich spiele auch gerne Shelter zum Beispiel, wo man das sehr schön nebenbei machen kann. Shelter ist natürlich ein bisschen hektischer, weil da immer noch Aktionen nebenbei passieren, während man gerade nicht aktiv am Spielgeschehen teilnimmt. Sei es jetzt irgendwelche Leute, die plötzlich eine Vergiftung kriegen oder saurer Regen, der einem das Wasser verdreckt und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ja, aber das gefällt mir hier sehr gut, dass ich wirklich auch einfach mal jetzt weggehen könnte vom Rechner und wiederkommen und mir ist nichts passiert. Ja, also, finde ich schon gut. Oh, jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen, dass ich meine Aktion hier nicht völlig dämlich plane. Das heißt, ich gehe jetzt mal lieber auf Nummer sicher und verursache Schaden, als dass ich da diese ganzen Verfehlungen mache. Und da muss ich mich auch gleich mal heilen. Sonst geht das Ganze hier nämlich schief. Was war das denn? Ein Schlagring? Okay, erstmal lecker Käse essen. Oh, ein paar Pilze fressen geht auch immer. Das Ei nehmen wir auch. So, Mutantenblut bringt sowieso nichts, komischerweise. Aber ich sollte mich auf jeden Fall mal heilen. Denn, ach, guck mal hier, 100, wunderbarst. So, der Schlagring, Speed 10, habe ich auch noch nicht. Mist. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich das ganz anders geskillt. Ui, der sieht ja mal richtig fies aus. Ist das eine Hand hier? Hat was von Hellboy. So, wollen wir mal gucken, was wir hier machen können. Ach Gott, in den Bauch pieksen. 67%. Ich nehme die dicke Hand. Nein. Er hat auch die dicke Hand genommen. Ach du Schande, der macht ja richtig Damage. Aber ich auch. Und der hat 47 Lebenspunkte. Das wird ja im Leben nichts. Kann ich hier weglaufen? Nein. Verdammt. Na gut, dann gehen wir auf Nummer sicher und pieksen ihn. Nicht mehr das hat geklappt. Pieksen ihn in den Bauch. Das kann man nicht angehen. Na, immerhin. Solange er nicht wieder die großen... Ich treffe aber auch gar nichts hier. Und ich kann mich zwischendrin auch nicht heilen, ne? Was ist das denn? Du schlägst immer zuerst zu. Kann ich das jetzt einsetzen? Bringt das was? Nee, kann ich nicht. Och, wieder verfehlt. Kann ich die Waffe ändern? Nein. Das wird nichts. Ich glaube, ich werde hier sterben. Auf jeden Fall werde ich hier sterben. Also guck mal, noch habe ich ja mehr Lebensenergie. Und ich treffe jetzt aktuell auch relativ zuverlässig. Ja. Oh, aua, aua, aua. Wenn er jetzt noch so einlandet, war es das. Ja, das kriegen wir nicht gerettet. Zack, da bin ich gestorben. So ein Mist. Aber ich glaube, die vergangene halbe Stunde hat durchaus gereicht, um sich einen Eindruck von diesem Spiel zu verschaffen. Jetzt haben wir hier gerade nochmal die neuen Vorteile, die ich bekommen habe. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, mir gefällt das Spiel. Definitiv ist sein Preis wert. Macht Spaß, ist relativ kurzweilig, je nachdem, wie gut man sich oder wie klug man sich anstellt, wie weit man kommt. Und ganz großes Plus eben, weil man es super nebenbei spielen kann. Und ja, ist auf jeden Fall gelungen. Gefällt mir sehr. Jetzt will ich aber nochmal gucken, welche Vorteile ich da freigeschaltet habe. Also diese vier hatten wir schon. Was ist das hier? Klimakophobie. Verdammte Treppen. Der Teufel selbst hat sie sich ausgedacht. Im Treppenhaus ist dein Schaden um 50% reduziert. Dafür ist er in Räumen 25% höher. Das ist natürlich für Leute, die gerne direkt nach unten sprinten wollen, ganz vorteilhaft. Dann gibt's hier noch... Achso, wir bleiben mal bei dem Passiven. Weichei, du bist luxusgewöhnt. Dein Zimmer ist das Beste der Stadt. Du startest mit einem Stufe 3 Bett und einer Stufe 3 Tür. Dafür gibt es dann 25% mehr Schaden. Ist auch blöd. Sucht, Jahre voller gute Nächte, bla 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 bla.
Verdorbenes Essen schadet mir nicht. Allerdings leidest du unter starken Entzugserscheinungen, wenn du hungrig bist. Also, und wenn du hungrig bist und verlierst 5 HP mehr als üblich pro Zug, muss man natürlich zusehen, dass man Essen kriegt. Aber wenn man vergammeltes Essen essen kann, ohne dass man Schaden nimmt, ist das natürlich zu schaffen. Was haben wir an aktiven Vorteilen? Erste Hilfe. Der Verbandskasten aus deinem Zimmer ist vielleicht klein, aber er könnte dir mal das Leben retten. Heilt 50 Lebenspunkte. Inspiration. Quasi aus dem Nichts hast du es geschafft, deine Zuflucht zu verbessern. Hä? Verstehe ich nicht. Genau wie in den Filmen. Du hast ein paar Spionagefilme gesehen. Schlösser knacken ist gar nicht so schwer. Manchmal kannst du eine beliebige Tür ohne den passenden Schlüssel öffnen. Das ist natürlich auch praktisch. Da muss man natürlich gucken. Man kann immer nur von jedem einen Vorteil mitnehmen. Das muss man sich dann vorher überlegen, wie man denn spielen möchte. Ja, abschließendes Fazit hatte ich ja eigentlich schon. Sky Hill macht Spaß. Ist kurzweilig. Manchmal etwas eintönig, aber auf jeden Fall sein Geld wert. Ja, das war's auch wieder mit diesem Angespielt. Schreibt doch einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.